Salut, ça va? Der Johnny ist wieder da. Herzlich willkommen, liebe Leute, zum zweiten Teil von Das Geheimnis der Siegertypen und wie man mehr Selbstvertrauen im Sport bekommt. Also, lass uns beginnen. Hallo und herzlich willkommen bei Fitness für unterwegs, dem Pocket Gym Radio aus deiner Hosentasche. Hier erfährst du, wie du fit, gesund und motiviert bleibst. Heute der Focus Friday mit Johnny Nasrati. In der vergangenen Woche haben wir über die 6 Quellen des Selbstvertrauens gesprochen und in dieser werden wir über die 5 Übungen zur Stärkung deines Selbstvertrauens sprechen. Also, Chaka, los geht's. Übung Nummer 1, lerne dich erst einmal richtig kennen. Das Ding ist nämlich, um ein stabiles Selbstvertrauen zu gewinnen, musst du zunächst erstmal genau wissen, wann Unsicherheiten bei dir auftreten. Unterteil am besten ein leeres Blatt in 2 Spalten, schreib über die erste Spalte Situationen mit viel Selbstbewusstsein und über die zweite Spalte Situationen mit wenig Selbstbewusstsein. In die erste Spalte trägst du alle Situationen oder Umstände im Zusammenhang mit deiner Sportart ein. Aber ganz wichtig, bei denen du dich absolut sicher fühlst. In der zweiten Spalte vermerkst du Situationen oder Umstände, in denen du dich gelegentlich nicht so sicher fühlst. Vertrau mir, mach es einfach. Der erste Schritt zu mehr Selbstvertrauen beinhaltet nämlich auch festzustellen, was einen unsicher macht. Wir werden auch an einigen der folgenden Übungen nochmals auf diese Liste zu sprechen kommen. Fürs Erste sollte sie aber euch lediglich bewusst machen, an welchen Bereichen ihr arbeiten könnt. Also schnell weiter zu Übung Nummer 2. Übung Nummer 2, erinnere dich an deine größten Erfolge. Mit dieser Visualisierungsübung versetzt du dich zurück in den mentalen Zustand, den du bei einem früheren Erfolgserlebnis hattest und kannst so eine Brücke zwischen deinem sportlichen Können und deinem Selbstvertrauen schlagen. Stell dir einfach vor, was dein größter sportlicher Erfolg war. Quasi als du am Höhepunkt deines Könnens warst. Falls du dabei jetzt aber Probleme haben solltest, können dir hierbei Vermerke aus Spalte Nummer 1 vielleicht etwas weiterhelfen. Aber erinnere dich einfach daran, wie jede deiner Bewegungen perfekt war, als du dich scheinbar mühelos und ohne bewusste Anstrengung dein Ding durchgezogen hast. Versetz dich hierfür wirklich mental in den Zustand zurück, wo du wirklich auf deinem Zenit warst. Am besten stell dir einfach vor, wie dieses Gefühl sich damals angefühlt hat und versetz dich da wirklich hinein. Versuche, die Luft, die du damals geatmet hast, zu schmecken. Erinnere dich daran, was du gesehen hast, wie du es gesehen hast, mit welcher Hingabe du dafür gebrannt hast. Und während du das tust, schmeckst du den Erfolg. Du wirst dich wieder daran erinnern, wie Erfolg einst für dich geschmeckt hat. Und genau dieses Gefühl, verdammt nochmal, nimmst du jetzt mit und projizierst es auf jede sportliche Situation, der du dich stellen musst. Jedes Mal, wenn du nicht mehr weiter weißt, jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, es geht nicht voran, erinnerst du dich daran, wie dein Erfolg einst für dich geschmeckt hat. Und du wirst plötzlich feststellen, dass es dir gelingt. Und von nun an wirst du dir merken, wie dieses Gefühl sich anfühlt, damit du es jederzeit wieder hervorrufen kannst, wenn dein Selbstbewusstsein mal wieder von der Arsch ist. Okay? Das war Übung Nummer 2. Gehen wir weiter zu Übung Nummer 3. Denk dich stark. Diese positive Selbstbotschaft bestätigt dich darin, dass du die Fähigkeiten, Fertigkeiten, die positive Einstellung und Überzeugung besitzt, welche von nun an die Basis deines Erfolges bilden. Ganz wichtig, deine Botschaften sollten anschaulich sein, müssen dir leicht über die Lippen gehen und schon einige Zeit vor dem Wettkampf angewendet werden. Am wichtigsten ist es jedoch, dass sie glaubhaft sind. Du solltest vor allem diese Selbstbotschaften in Situationen anwenden, wo dein Selbstvertrauen mal wieder leicht schwindet. Oder noch besser, in Situationen, wo dein Selbstvertrauen schwach ausgeprägt ist. Diese Situation findest du in Übung Nummer 1, jeweils in der zweiten Spalte, falls du dich noch erinnerst. Am besten wäre es auch, wenn du eine eigene Liste mit 4-5 positiven Selbstbotschaften für dich erstellst und diese jeden Abend vor dem Schlafengehen oder jeden Morgen nach dem Aufwachen durch wiederholtes Lesen einfach einprägst und tief in deinen Gedanken verankerst, weil nur so wirkt sich nachhaltig das Ganze auch auf deine sportliche Leistung aus. Falls du nicht weißt, wie diese Selbstbotschaften aussehen sollten oder klingen sollten, habe ich hier mal ein paar Beispiele für dich. Ein Boxer wie Muhammad Ali zum Beispiel hat immer vor jedem Kampf gesagt, ich bin der Größte, ich bin der Champ.
Einer wie Mike Tyson hat immer gesagt, ich bin das Schnellste, mich wird keiner besiegen. Ich bin der jüngste, erfolgreichste Boxer dieser Welt. Dann gibt es zum Beispiel Basketballspieler, die vor jedem Freiwurf da stehen und sagen, nur der Korb und ich. Okay? Nur der Korb und ich. Ein Verteidiger beim American Football würde zum Beispiel sagen, hier kommt keiner durch, denn ich bin der Fels, der ihn stoppt. Ich bin die Wand, an der er nicht vorbeikommt. Versteht ihr, was ich meine? Und genauso würde es auch bei einem Karate-Typi sein. Der geht auch in den Ring und sagt sich, ich bin die Nummer 1, ich bin der Stärkste, ich habe Bärenkräfte, ich werde ihn besiegen. Und so weiter und so weiter. Ich hoffe einfach, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Also lasst uns gar nicht weiter länger schnacken und ab geht's zur Übung Nummer 4, nämlich nutze die Schwächen deines Gegners. Jetzt wirst du dich fragen, wer ist denn überhaupt mein Gegner? Solltest du jemand sein, der Kampfsport macht oder eben Mannschaftssport, dann ist es natürlich einfach für dich. Du kannst zum Beispiel Videomaterial von deinem Gegner studieren, dir angucken, wie sich der Einzelne bewegt oder die Mannschaft als solches und kannst dich darauf vorbereiten. Beim Fitness ist es allerdings nicht so einfach, weil wer hat denn schon beim Fitness einen Gegner? Du hast meistens, wenn überhaupt, jemanden, ich nenne ihn mal Partner, der mit dir zusammen zum Sport geht und vielleicht auf der einen oder anderen Ebene dir Konkurrenz macht, aber letzten Endes ist es ja eigentlich ganz gute Konkurrenz bzw. positive Konkurrenz für dich, die dich ja auch antreibt, voranzukommen. Hier sollte der Gegner für dich das Gewicht sein. Sieh ihn als sein Feind an, nicht als sein Freund. Sag dir jedes Mal, ich habe keinen Bock auf ihn. Ich muss ihn besiegen, damit ich den Nächsten bekomme. Und so weiter, und so weiter. Wenn du mal eine Übung nicht drauf hast, scheiß drauf, mach sie einfach. Besieg ihn. Besieg diese Übung, bis du sie perfekt beherrschst. Nur so kommst du voran. Und nur so stärkst du dein Selbstbewusstsein. Weil durch Sachen, die du nicht kannst, wächst du an dir selbst. Und das dementsprechend ist doch das, was dein Selbstbewusstsein stärkt. Oder liege ich da etwas falsch? Also, denk drüber nach. Kommen wir nun zu Punkt Nummer 5, beziehungsweise zu Übung Nummer 5. Und damit auch der letzten, nämlich nutze die Kraft des Klangs. Und mit Klang meine ich jetzt nicht, dass du dich irgendwo hinstellen sollst und ein Glockenspiel spielen sollst oder die Panflöte rausholst und hier auf Mucha Lucha machst, irgendwo an der Einbahnstraße oder Einkaufsstraße. Nein, ich meine den Klang der Musik. Weil Musik hat eine unglaubliche, krasse Wirkung. Sie kann dich inspirieren, motivieren und vor allen Dingen dein Selbstvertrauen stärken. Es gibt einfach Melodien und Klänge oder Texte, die dich einfach dermaßen pushen, dass du gar nicht anders kannst, als voller Selbstvertrauen dazustehen und zu sagen, boah, hier bin ich, jetzt geht's los. Jedoch musst du aber auch hier für dich selber auswägen, welcher Song dich am meisten animiert und motiviert. Es gibt zum Beispiel Leute da draußen, die können echt das krasseste und heftigste Training absolvieren, während sie dabei chillige Mucke hören. Andere wie ich zum Beispiel brauchen aber Rock oder harten Hip-Hop, irgendetwas, was mir wirklich dieses Gefühl gibt, dass ich ein Tier bin, das gerade ausbrechen muss und das es schaffen muss, seine Beute zu zerlegen oder seinem Ziel ein Stückchen näher zu kommen. Im Fachjargon nennt man das Ganze auch psychologische Erregung. Okay? Das gilt aber nur an Tagen, oder ich empfehle es nur an Tagen, wo du wirklich ein hartes Training vor dir hast. Solltest du jetzt beispielsweise eine Laufeinheit vor dir haben oder einfach nur eine Einheit auf dem Stepper, dann macht es, glaube ich, meistens mehr Sinn, chillige, coole Mucke zu hören, wo du einfach mal in deine Gedanken verschwinden kannst und die Zeit dahin rast. Wäre meine persönliche Empfehlung. So, damit hätten wir jetzt auch alle 5 Übungen durch. Ich möchte euch das Ganze jetzt nochmal zusammenfassen. Diese beiden Podcast-Folgen sollten euch davon überzeugt haben, dass Selbstvertrauen keine Fügung des Schicksals ist. Bestimmt letztendlich doch ihr allein, wie selbstbewusst oder wie bereit ihr euch vor einer sportlichen Übung fühlt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das Selbstvertrauen zu stärken, angefangen von der Bewusstmachung der Faktoren, welche wir in Punkt Nummer 1 aufgeführt haben, die das Selbstvertrauen schwinden lassen, bis hin zu Visualisierungstechniken und positiven Selbstbotschaften. Ihr habt auch gelernt, wie ihr eine Ich-kann-alles-Haltung erreichen könnt. Darüber hinaus haben wir über die Schwächen deines Gegners gesprochen und wie du mit Hilfe von inspirierender Musik in Siegerlaune kommst. In diesem Sinne die Zusammenfassung. Das war's mal wieder von mir. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, uns zu liken, uns zu folgen, uns zu teilen. Und ein ganz wichtiges Zitat habe ich noch für euch, nämlich von der legendären American Football Coach Legende Vince Lombardi. Er meinte einmal scherzhaft, Selbstvertrauen ist ansteckend. Mangelndes Selbstvertrauen allerdings auch. Also, bleib Fokus. Bis dann. Ciao.